Hallo Leute, ich bin's wieder, eure Lena von Pädagogisch Wertvoll. Unser Thema heute ist das sogenannte DISG-Modell. Das DISG-Modell unterteilt sich in vier unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Einer davon ist der Dominante, dann gibt es den Initiativen, dann gibt es noch den Stetigen und den Gewissenhaften. Grundsätzlich geht es in diesem Modell darum, die verschiedenen Persönlichkeitstypen herauszufinden. Das Ganze dient dazu, sowohl sein eigenes Verhalten sowie auch das Verhalten der anderen Person und deren Charakter besser einschätzen zu können. Ein großer Kritikpunkt hierbei ist allerdings, dadurch, dass das Ganze sehr simpel gehalten ist aufgrund dieser vier Grundtypen, kann es eben schnell passieren, dass man in ein Schubladendenken hineingerät. Also seid achtsam. Menschen sind vielfältig und auch nach diesem Modell gibt es viele Mischtypen. Es gibt also kaum Menschen, die wirklich zu 100% nur diesem einen Typus entsprechen. Schauen wir uns doch nun einmal die vier unterschiedlichen Typen einmal etwas genauer an. Der dominante Typus ist sehr ergebnisorientiert, er ist sehr willensstark und sehr energisch. Das heißt also, wenn diese Person sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hat, setzt sie es auch durch. Der Initiative-Typ ist sehr extrovertiert, optimistisch und sehr spontan. Er geht sehr lebensfreudig durch die Welt. Das heißt also, dieser Typus ist für vieles zu haben, für neue Ideen sehr offen. Gehen wir weiter. Der gewissenhafte Typ ist sehr systematisch, sehr präzise und sehr klar. Leute, die sehr nach diesem Typus kommen, mögen also Strukturen sehr. Diese können sehr gut mit Zahlen umgehen, mit Tabellen, einfach mit klaren Sachen und klaren Fakten. Kommen wir zum letzten Persönlichkeitstyp. Der stetige Typ ist sehr gelassen und sehr taktvoll. Er ist oftmals sehr ruhig und auch eher etwas introvertiert. Wenn man nun also weiß, wer nach welchem Persönlichkeitstyp kommt, kann man diese Leute eben dementsprechend besser einsetzen. Sind die Leute also sehr gewissenhaft und sehr korrekt, sehr nach Zahlen aus? Sind es sehr extrovertierte Leute, die gerne ins Gespräch kommen? Sind es sehr ruhige Leute, die aber dafür auch mit viel Geduld an etwas arbeiten können? Oder sind es Leute, die sich einfach super durchsetzen können? Diese Leute haben also alle verschiedene Stärken, aber natürlich auch Schwächen. Hierbei geht es dann also darum, die Leute eben nach ihren Stärken und eben auch nach ihren Schwächen bestmöglich einzusetzen. Solche Tests kursieren viel im Internet herum. Besonders das DISG-Modell ist aber oftmals kostenpflichtig, da es vor allem im beruflichen Kontext häufig angewendet wird. Wenn es euch trotzdem mal interessiert, könnt ihr gerne in die Videobeschreibung einmal nachschauen. Dort habe ich mal einen kleinen, beispielhaften DISG-Modell-Test für euch erstellt. Dieser ist also einfach wirklich nur rein modellhaft. Er hat keine Aussagekraft. Es ist einfach nur mal, um für euch so zu schauen, einfach mal so zu gucken, okay, haut das hin oder seid ihr vielleicht auch überrascht, was dabei herauskommt. Des Weiteren findet ihr dort auch noch eine Buchempfehlung von mir zu pädagogischen und psychologischen Grundlagen. Probiert diesen Test doch gerne einmal aus, wird auch nicht lange dauern, versprochen. Habt ihr sonst andere Erfahrungen schon damit? Ansonsten schreibt mir gerne eure Ergebnisse mal in die Kommentare. Wart ihr überrascht, was das Ergebnis anging? Oder war es für euch schon total klar? Mich würde es sehr freuen, von euch dort etwas zu lesen. Das war's dann auch schon wieder von diesem Video. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Ey, was macht ihr denn noch hier? Ihr habt hier noch was zu tun. Ich werde mich in der Zwischenzeit für euch weiter informieren.